tut übrigens gut, mal zu sehen, dass wir mit dem Bogen auf was anrichten können. Auch wenn sich der da gerade unbeeindruckt zeigt. Oh, er hat uns endlich bemerkt. Verteidigt euch! So, dann benutzen wir mal den. Treffen wäre nicht schlecht. Vorsicht! Also ja, der Schlammwühler kann gut einstecken und er würde auch irgendwas auf uns zaubern, aber wir da stehen zum Glück die ganze Zeit. Zurück mit euch! Sind unsere Resistenzen? Ach, doch recht groß. So, was haben wir jetzt hier? Die Gewandfibel. Sieht für mich hier aus wie eine Brosche. Also ich bringe gerade was durcheinander. Sie bringt mich um. Sie bringt mich um. Habt ihr die Fibel? Ist das die Fibel? Das ist sie. Ich bin gerettet. Dann auf nach Hause. Aber das Tor. Ach was, es ist ja verschlossen. So ein feiner Mensch wie ihr bricht doch keine Tore auf. Danke nochmals. Ihr seid wirklich ein Lebensretter. Ja. So haben wir wenigstens auch das. Ja, Dietrich verwenden. Die Quest ist jetzt aber, das ist jetzt aber hoffentlich nicht abgeschlossen, oder? Nö. Ich frage mich nur gerade, ach so, sie verschwinden beide. Dauerhaft. Also zuerst ist er verschwunden, jetzt ist sie verschwunden. Aber trotzdem will ich von den Apothekern, also einem von den beiden hier, Traumstaub haben. Und ja, Flink ist auch endgültig verschwunden. Und ja, mit den beiden mich jetzt prügeln will ich nicht unbedingt. Also ja, den Rotwein haben wir. Fehlt nur noch der Traumstaub. Nun Freund, ihr seht so aus, als suchtet ihr jemanden. Ich suche jemanden, der sich mit Träumen auskennt. Da seid ihr bei mir genau richtig, Freund. Ich kann euch bei all euren Träumen helfen, vorausgesetzt, ihr zahlt meinen Preis. Wie viel kostet etwas Traumstaub? Gleich zur Sache, hm? Also gut. Eine Prise Traumstaub kostet euch 30 Goldstücke, Freund. Okay, mal gucken, was der andere sagt. Nun, Freund, ihr seht so aus, als suchtet ihr jemanden. Ich suche hier. Ja, das. Wie viel kommt? Gleich zur. Eine Prise. Was passiert, wenn ich das mache? Waren auf euren Kopf nicht 50 Goldstücke ausgesetzt? Wartet, wartet. Sagen wir 20 Goldstücke, weil ihr es seid. Ein weiser Entschluss. Ich nehme den Staub. Schöne Träume. Ah, ich. Okay.
Ich könnte also bei den beiden theoretisch Traumstaub kaufen und es bei Ishtar abgeben. Eine Prise Traumstaub. Waren? Wartet, war. Ein weiser. Schöne. Gut, wir haben zwei Prisen. Erst einmal. Eine Prise, um dem Priester zu helfen. Die andere Prise, um sie Ishtar zu geben. Die Laura sind auch schon wieder respawned. Da ist übrigens der Gottstein. Ja, ihm wundert es einfach nicht, dass sein Tor sperrangelweit offen steht und ich so durchlatsche. So. Rotwein und Traumstaub. Habt ihr die Zutaten für den Traumwein? Das habe ich. Hier. Ihr seid ein guter Mensch. Wartet. Ich mische nur schnell den Wein. Nicht zu viel von dem Staub. Nehmt den Traumwein und bringt ihn Lyrio. Vielleicht müsst ihr ihn ein wenig überreden, ihn zu trinken. Aber er wird euch dankbar sein. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Hör auf den zu schießen. Er scheint aber nicht sonderlich beeindruckt zu sein dafür, dass wir auf ihn geschossen haben. Ketten. Keine Kraft. Die Maske. Die Maske in der Finsternis. Nehmt diesen Traumwein. Er wird euch Frieden geben. Nicht den Trank. Nicht den Trank des Lebens. Brüder, Schwestern, helft mir. Es ist nur etwas Traumwein, Priester. Trinkt. Die Schmerzen lassen nach. Mein Geist klärt sich. Oh, Wohltat. Wer seid ihr, Freund? Also ein Typ, der durch Drogen nüchtern wird. Sehr schön. Ich bin ein Runenkrieger, der hier ist, um die Dryade aufzusuchen. Ich habe von euch geträumt. Ihr trugt Erions Buch zu einem verdorrten Baum auf einem Berg von Knochen. Erion braucht euch, Runenkrieger. Und ihr habt eine wichtige Rolle zu spielen in dem, was kommt. Habt ihr in dem Traum auch gesehen, wie ich in den Palast gekommen bin? Nein. Aber dabei kann ich euch vielleicht mit weltlichen Dingen helfen. Nehmt diese Robe hier. Sie weist euch als einen Mönch Erions und Rechtsbetreuer aus. Legt diese Robe an und sagt Jamsiro, hier am westlichen Tor im Bazar, dass ihr ein Mönch Erion seid, der Beistand geben möchte. Warum ausgerechnet Jamsiro? Zum einen hat Jamsiro ein schlechtes Gedächtnis. Er würde euch nicht wiedererkennen, selbst wenn ihr 10-mal dort gewesen wärt. Zum anderen habe ich ihm einmal selbst Beistand gegeben und ihn vor dem Kerker bewahrt. Seitdem ist er ein Freund unseres Ordens. Er wird euch durchlassen, er ist ein guter Kerl. Denkt nur daran, die Robe auch anzuziehen. Woher kamen eure Schmerzen? Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Für gewöhnlich verbringe ich meine Tage im Zwiegespräch mit Erion, lausche seiner Weisheit und berichte ihm von den Taten der Völker. Aber seit einigen Wochen ist dort, wo früher die Gegenwart meines Gottes war, nur noch Schmerz. Ich sehe Finsternis, einen Tempel, und ich bin hilflos. Ich werde mir mehr Traumwein beschaffen. Diese Visionen sind unerträglich. Erion will mir damit irgendetwas mitteilen, aber ich verstehe es nicht. Es ist zum Verzweifeln. Ja, wir haben ja im Intro von Shadow of the Phoenix gesehen, dass Erion vom Maskierten gefangen und
ja, zum Blutzapfer gemacht wurde, weil er das Blut braucht, um Zirkelmagier wieder zu beleben. Erzählt mir etwas über euren Orden. Erzählt mir etwas über euren Orden. Wir sind die Priester Erions, des Gottes der Weisheit und Gerechtigkeit. Wir sind Bewahrer alter Schriften, Richter und Rechtsgelehrte. Hier, in dieser Stadt der Gottlosen, verkennt man unsere Dienste. Aber wann immer ein Angeklagter zu arm ist, um sich einen Advokaten zu leisten, so ruft man uns hinzu, um ihm Beistand in Rechtsdingen zu geben. Unser Ordensleben ist bescheiden. Wir widmen uns meist den Studien des Rechts und der Geschichte. Aber auch die Geheimnisse der Magie sind uns nicht fremd. Vor der Herrschaft des Zirkels waren die meisten Magier Anhänger Erions. Nun ist unser Glaube fast vergessen. Dabei haben wir so viel zu geben. Und Erion ist anders als die meisten Götter des Wächterkreises. Er spricht oft zu uns, er öffnet uns neue Wege des Denkens und er hat stets ein Ohr für die Völker. Aber wer will schon Gerechtigkeit, wenn man sich mit Feuer und Schwert die Welt gefügig machen kann? Ja, oder mit der Konvokation sie zerstören kann. Erzählt mir mehr über euren Traum. Wenn ich es nur noch genau wüsste. Ich erinnere mich an eine dunkle Ebene. Blitze fuhren herab. Überall lagen die Gebeine Erschlagener. Nein, es war ein Meer. Ein wogendes Meer aus Knochen, über das ich schritt, knirschend und krachend, wie eine gewaltige Mühle. Und es wusch Bäume und Felsen, Mauern und Städte fort, riss sie mit sich und zermalmte sie zu Staub. Doch ich schritt unberührt von alledem über die Wogen aus Gebein, bis ich in der Ferne einen Berg erblickte. Es war ein Berg aus Knochen. Von seiner Spitze strömten die Gebeine herab wie eine Sturzsee und ihr Donnern und Malen drohte meinen Geist zu zerschmettern. Doch ich lief weiter auf den Quell des Schreckens zu und an der Spitze erblickte ich 12 Gargoyen, aus deren steinernen Mündern sich der Strom der Gebeine ergoss. Und in ihrer Mitte saß eine 13., eine von reinem Gold. Und in ihren Klauen lag ein Rabe, dessen Augen Tränen von Blut weinten. Dann sah ich euch, wie ihr mit einem Buch in der Hand gegen den gewaltigen Strom der Knochen euch den Berg hinaufkämpftet. Und euer Ziel schien ein Baum zu sein, ein einzelner, verdorrter Baum, der dem Strom der Knochen noch Trutz bot. Doch dort oben, sich klammernd an den Baum, wartete ein zweiter Krieger, der euch helfend die Hand entgegenstreckte. Dann wandte die goldene Gargoyle den Blick zu mir. Und für einen Moment blickte ich in etwas Großes, etwas Göttliches, aber auch Grausames. Seitdem verfolgen mich diese Bilder. Was sie bedeuten? Ich weiß es nicht. Aber ihr habt eine große Aufgabe vor euch. Möge Erion euch schützen, wohin immer euch diese Aufgabe auch führt. Ja. Questbuch wurde aktualisiert. Ja, finde deinen Weg in den Palastgarten. Indem ihr die Wachen ablenkt oder besiegt. Nun müsst ihr noch das letzte Stück in den Palastgarten zurücklegen. Wieder müsst ihr einen Weg durch die Tore finden. Bedenkt allerdings, dass die Palastwachen kontrolliert werden. Sie sind bessere Kämpfer als die Stadtwachen. Die Wachen hier am linken Aufgang scheinen gut Kämpfer zu sein, sehen aber recht durstig aus. Am rechten Aufgang stehen zwei Wachen, die sich grinsend über ein scheinbar schlüpfriges Thema unterhalten. Und ja, wir haben Roben gekriegt. Ja. So, dann legen wir die mal an. Damit sollten wir hier durchkommen. Guten Tag, Bruder. Wohin des Weges? Weisheit und Güte, Freund.
Würdet ihr das Tor öffnen? Ich habe einem armen Sünder Beistand zu geben. Beistand? Oh, der arme Kerl. Ich hoffe, ihr bewahrt ihn vor dem Kerker, Bruder. Erion wird mir den Weg dazu weisen. Ihr Priester seid wahrhaft gute Menschen. Öffnet das Tor!